Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Interview. Alte Börsenweisheiten haben ihren Grund und sollten nicht ignoriert werden. In den aktuellen konjunkturellen und geopolitischen Situationen, in denen wir uns befinden, sollte aber die ein oder andere Börsenweisheit noch mal neu überdacht werden. Weshalb Sie sich im Monat Mai nicht vom Markt verabschieden sollten in die Sommerferien und welche Chancen und Möglichkeiten sich in den USA, aber auch im asiatischen Bereich bieten, darüber spreche ich in den nächsten Minuten mit Jörg Scherer von der HSBC. Jörg, schön, dass du mit von der Partie bist heute. Sell in May and go away ist, glaube ich, so die gängigste, vielleicht sogar die älteste Börsenweisheit, die man immer wieder gerne rezitiert. Aber das passt nicht so ganz in das aktuelle US-Wahljahr. Warum nicht? Ja, genau. Sell in May, das kennen alle Anlegerinnen, alle Anleger. Aber ich glaube, in 2024 könnte genau das Gegenteil der Fall sein. Ja, buy in May and stay, will ich mal ganz plakativ sagen. Denn 2024 ist ein US-Vorwahljahr. Das heißt, im weiteren Jahresverlauf werden wir tatsächlich auch noch mal die Wahl des US-Präsidenten miterleben dürfen. Das ist ein großes Ereignis, ist aber auch eines, welches fundamental wirklich Auswirkungen auf die Konjunktur, auf die Aktienmärkte, internationale Aktienmärkte haben wird. Und ja, der Techniker schaut an der Stelle immer gerne auf die Zyklen, auf den durchschnittlichen Verlauf des Dow Jones in sogenannten Wahljahren der USA. Wir haben das getan, zurück bis ins Jahr 1900. Und da fällt auf, dass meistens so im ersten Halbjahr, es ist noch so ein bisschen Wassertreten angesagt, ja, auch April, Mai noch eine gewisse Korrektur. Aber der zyklische Tiefpunkt, den wir im Mai möglicherweise ausgeprägt haben, der legt dann den Grundstein für eine zweite bessere Jahreshälfte. Und das sollten Anlegerinnen und Anleger mitnehmen aus diesem Durchschnittsverlauf des US-Wahljahres. Also dann, wenn der Wahlkampf in den USA so richtig in Gang kommt, wenn die Hochphase des Wahlkampfes tatsächlich sich Bahn bricht, dann beflügelt das regelmäßig auch nochmal die Aktienkurse. Und das sind doch nicht die schlechtesten Perspektiven für das zweite Halbjahr. Definitiv nicht. Wir bleiben noch ein bisschen in den USA, lieber Jörg, und werfen einen Blick auf den breiter gefassten S&P 500. Wir hatten hier gesehen, dass es zuletzt einen kleinen Rücksetzer gegeben hat. Wie könnte es jetzt weitergehen? Welche Richtung wird maßgeblich sein? Ja, genau. Wir sind ja phänomenal gut ins Jahr gestartet. Und dann das zweite Quartal war so ein bisschen wie, da ist der Faden gerissen. Klassischerweise seit Ostern dann auch mal 3-4 Wochen an Korrekturbewegung. Aber das Ausmaß der Korrektur, das war durchaus ein konstruktives. Und wir haben uns im Bereich der 5000er Marke stabilisieren können beim S&P 500. Wir haben zuletzt eine Stabilisierung, eine Bodenbildung abgeschlossen. Und für das Ausrufezeichen sorgt hier die Rückeroberung der 50-Tages-Linie. Und last but not least kann man ja die Kursentwicklung dann, wenn man es ein bisschen größer aufzieht, auch als klassische Aufwärtstrend bestätigende Flagge interpretieren. Dazu kommt der günstige Zyklus, die günstige Saisonalität, Stichwort US-Wahljahr und konstruktives zweites Halbjahr. Deswegen sind das charttechnisch eigentlich ja sehr mutmachende Signale, dass die amerikanischen Aktienmärkte hier ihr Pulver noch nicht ganz verschossen haben, dass Anlegerinnen und Anleger noch ein bisschen was erwarten können von der zweiten Jahreshälfte oder dem weiteren Fortschritt des Jahres 2024 und ganz konkret im S&P 500, dass wir auch durchaus in Richtung Allzeithochs kurzfristig unterwegs sein können. Stichwort günstig. Lange Zeit etwas links liegen gelassen wurde auch der asiatische Raum, gerade wenn man den Finanzmarkt hier ins Auge nimmt. Aber die Aktien sind gar nicht so schlecht bewertet, relativ günstig bewertet. Und du hast uns noch ein Chartbild mitgebracht vom Hang Seng. Denn momentan sieht es da ebenfalls nach einer attraktiven Möglichkeit aus. Weshalb? Ja, der Hang Seng, den haben wir in unserem Daily Trading Newsletter also gefühlt Jahre nicht mehr analysiert, bis dann ausgangs der letzten Woche. Und für dieses Links liegen lassen gab es gute charttechnische Gründe. Ja, wir haben seit Jahren, muss man beim Hang Seng von einem Abwärtstrend ausgehen. Wir haben gewissermaßen eine verlorene Dekade hinter uns gebracht.
Aber es gibt auch genauso gute Gründe, warum wir das Chartbild gerade jetzt rausgeholt haben. Ich habe eine inverse Schulterkopf-Schulterformation, also eine klassische und sehr starke, sehr prägnante untere Umkehrformation im Kursverlauf eingezeichnet. Und das macht durchaus Mut, dass wir diese Dürreperiode, diese lange Durststrecke der letzten 10, 15 Jahre seit 2008 beim Hang Seng wirklich abgeschlossen haben. Und das ist fast die wichtigere Fragestellung wie das nackte Kursziel aus dieser SKS-Formation. Ich will es dennoch nennen, es sind gut 19.000 Zähler für den Hang Seng als ja, Mindestkursziel abgeleitet aus dieser unteren Trendwendeformation. Aber die ganz große Frage und deswegen heute auch vollkommen zu Recht in unserem Interview drin enthalten, die ganz große Frage ist, dass man damit die Dürreperiode der letzten Dekade, diese verlorene Dekade, wie ich es so ein bisschen plakativ genannt habe, wirklich überwunden hat. Und der Chart liefert wirklich eine Steilvorlage in Sachen nachhaltiger Wende zum Besseren. Jörg, das waren drei Möglichkeiten auf einen Ausbruch, auf eine Investition, die du uns genannt hast. Von welchem versprichst du dir denn am meisten Potenzial? Dow Jones, Hang Seng oder doch der S&P 500? Ja, also wenn man so ein bisschen der antizyklische Investor ist, ja, dann haben wir in Asien mit dem Hang Seng wirklich einen Index, der wirklich stiefmütterlich über Jahre behandelt wurde. Ja, wenn man also sozusagen versucht, unten die Aktieninvestments zu tätigen und einzusammeln, ist das sicher ein Chartbild, welches auch für Value-Investoren spannend ist. Ja, und bei den amerikanischen Indizes, dann haben wir schon gesehen, ich glaube, der S&P ist etwa 9% im Plus year to date, der Dow Jones dagegen nur 3%. Das Muster des Wahljahres gilt für beide Indizes. Dann glaube ich schon, dass ja, der etwas technologielastrige S&P weiter bessere Aussichten hat als der ganz altbacken daherkommende Dow Jones Index. Lieber Jörg, dann sage ich vielen herzlichen Dank für den Einblick in die Charts. Und ja, selbst wenn man sich im Mai in den Urlaub verabschieden sollte, heißt das ja nicht, dass man nicht noch am Markt etwas schauen kann. Dafür gibt es ja Gott sei Dank Handy und Co. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall mal, solltest du im Mai dir einen Urlaub gönnen, einen wunderschönen und freue mich auf unser nächstes Interview. Liebe Zuschauer, das war's für den Moment. Ich danke natürlich auch Ihnen. Und manchmal lohnt es sich doch, alte Börsenweisheiten etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, möglicherweise auch anzupassen, damit man keine Chance verpasst. Danke fürs heutige Zuschauen.